Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Gerade mal sind es etwas mehr als 24 Stunden her, dass Attentäter, vermutlich des IS in Istanbul, friedliche deutsche Touristen sinnlos in den Tod gerissen haben. Ein Attentat, von dem ich sage, dass die letzten Zweifel es überzeugen muss. Die, die hier angeblich Krieg führen, schrecken vor nichts zurück, ihren Terror zu verbreiten, auch nicht vor Moscheen und Plätzen, von denen sie behaupten, dass sie ihnen heilig sind. Das sind keine Gläubigen, wie sie sich bezeichnen, das sind Kriminelle, Kriminelle, die es mit allen Mitteln zu bekämpfen gibt. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, auch bei dieser Aktuellen Stunde, denn dazu brauchen wir strategische Partner. Wir können uns nicht immer aussuchen, mit wem wir reden, Kollege Gerke. Das ist nicht das Ziel, und es ist nicht Zeit für Empörungsdebatten und Zeit theoretischer Spiele im Sandkasten. Das ist die bittere Realität in dieser Welt. Und so, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ist es nun mal auch mit der Türkei unter Recep Erdogan und mit Saudi-Arabien, mit seinem wahhabitischen Königshaus. Ja, Saudi-Arabien ist ein autokratisches, unterdrückendes Regime, das mit seinem Wahhabismus Nährboden für den IS bildet. Niemand zweifelt daran. Ja, Erdogan mit seiner Türkei, die er geradewegs in das Mittelalter führen will, verfolgt Kurden, tritt die Meinungsfreiheit mit Füßen, und niemand in diesem Hohen Haus zweifelt daran. Aber ich zweifle wirklich, ob die Linke, lieber Kollege Gerke, Kolleginnen und Kollegen, die Ernsthaftigkeit der internationalen Lage wirklich verstanden hat. Denn sie wird einerseits nie müde, die sogenannten Kriegstreiber, also die NATO, für alles Unheil dieser Welt und im Nahen Osten schon einmal, zweimal, dreimal verantwortlich zu machen. Von der Annexion der Krim mal gar nicht zu sprechen, da verschließen wir die Augen. Sie werden nicht müde, Erdogans autokratische Herrschaft in der Türkei anzuprangern, denunzieren jedoch die Kritik an Putins Unterdrückungssystem als antirussische Einmischung. Übrigens alles nachzulesen. Warum wohl? Die NATO gehört zur Türkei, die Türkei gehört zur NATO, und die NATO will man abschaffen, angeblich zugunsten einer europäischen Sicherheitsstruktur. Lautstark prangern Sie deshalb gerade zuvor wieder die Hinrichtungen sehr wohl in Saudi-Arabien an, verlange das Ende deutscher Wirtschaftsbeziehungen zu einem Regime in Riad. Wenn es jedoch um die massenhaften Todesurteile im Iran geht, höre ich von Ihnen nichts. Diese Doppelzüngigkeit, meine Kolleginnen und Kollegen, vergiftet die öffentliche Diskussion. Sie zeigen mit dem Finger auf den einen und verschließen die Augen vor den anderen. Verstehen Sie mich richtig? Probleme müssen benannt werden. Sie müssen ausgesprochen werden. Wir müssen sie angehen. Und genau das ist es, was unser Außenminister Frank-Walter Steinmeier tut und was unser Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel macht. Sie verhandeln, sie bringen gegenseitige Feinde ins Gespräch, sie nutzen alle Möglichkeiten, um eine weitere Eskalation zwischen Teheran und Riad zu verhindern, und sie setzen auch die Machthaber mit unter Druck. Sie setzen erstmals seit Jahren klare Kriterien für Rüstungsexporte, und sie wissen, wie wir alle, nur mit markigen Sprüchen und Schuldzuweisungen kommt die internationale Politik nie und nimmermehr voran. Abschottung, Isolation, Abbrechen von Kontakten ist das Gegenteil von dem, was wir jetzt brauchen. Wem nützt es denn, wenn wir die Gesprächskanäle abschneiden, Sanktionen verschärfen, wo es jetzt gerade auf das Gespräch ankommt? Was dann passiert, meine Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, sehen wir aus den rhetorischen Fähigkeiten des Herrn Putin. Da entwickelt sich dann nichts fort. Die Kooperation mit der Türkei mit großem Tamtam beenden. Erdogan wird sich als Opfer stilisieren. Sein System wird konsolidiert auf Kosten der Kurden und der Meinungsfreiheit. Es war deshalb richtig, dass wir die Rüstungsexporte auch nach Saudi-Arabien eingeschränkt haben. Für Kleinwaffen, für Pistolen, Maschinenpistolen und Gewehre gelten die strengsten Regelungen, die wir haben. Ausfuhrgenehmigungen vom G36 wurden nach Saudi-Arabien grundsätzlich nicht mehr erteilt. Das ist unser Verdienst, das Verdienst unserer Regierung. Das ist mühsam, aber es sind konkrete Schritte. Das ist verantwortungsvolle Politik. Und natürlich, meine Kolleginnen und Kollegen, wären die einfachen Wahrheiten toll. Da stürzen sich die Medien, die Hysterie in den sozialen Medien und die Talkshows gerne drauf. Da ist Verschwörung hinter der Sache. Doch wir sind die,
die sich trauen, dies auszusprechen. Der ist gut, der ist böse. Dass dabei jede Lösung fehlt und die Welt ein wenig komplizierter wird und ist, fällt damit kaum auf. Aber ich kann diese Doppelmoral der Linken nicht mehr hören. Sie generiert sich zum Sprecher einer unterdrückten Wahrheit, ist aber nur noch Megafon von Unwahrheiten. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Der Kollege Dr. Andreas Nick spricht jetzt für die CDU/CSU.